Es war eine große Erfahrung, branchen- und unternehmensübergreifend an systemischen Lösungen für die Elektromobilität der Zukunft zu arbeiten. Die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, waren sehr wertvoll, nicht nur für uns im Konsortium für heute, sondern auch darüber hinaus. Und wir sind sehr froh, dieses Projekt auch in 2.0 fortsetzen zu können und haben halt diese Brückenfunktion halt auch gesehen, um hin zu den Schaufenstern Elektromobilität eben auch die Projektinhalte weiter fortzuführen. Und sind sehr froh, dass jetzt in den unterschiedlichen Schaufensterprojekten, die hier in Berlin ja bereits gestartet sind, auch die Inhalte entsprechend wieder vorkommen, dass sie also weiter in der Praxis bleiben und wir das nicht nur im Berichtswesen dann niederschreiben, sondern auch es tatsächlich weiter gelebt wird. Das Thema Microsmart Grid wird im Schaufensterprojekt weiterleben. Die Flotten im elektrischen Carsharing werden ausgebaut. Auch das Thema der intermodalen Stationen wird fortgeführt, sodass wir mit B-Mobility 1.0 und 2.0 Beispiele setzen konnten, wie es gehen könnte und jetzt in weiteren Projekten lernen, wie wir zukunftsfähige Lösungen marktreif machen. Und wir haben dabei vor allem gesehen, dass es nicht nur die Technik ist, an der es hapert, die ist mittlerweile durchaus fortgeschritten, sondern dass man eben auch an Geschäftsmodellen, an Kooperations- und Netzwerkformen arbeiten muss, um gemeinsam Lösungen für morgen zu kreieren und die Nutzer Schritt für Schritt an eine neue Mobilitätswelt heranzuführen. Gemeinsam zu lernen heißt auch, diese Ergebnisse im Kontext mit Gesellschaft, Industrievertretern, Politik und interessierter Öffentlichkeit zu teilen. Die Plattform Elektromobilität, die wir hier geschaffen haben, ist wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und soll auch in Zukunft dazu dienen, innovative Lösungen an den Schnittstellen von Mobilität, Energie und IKT mit der Gesellschaft zu diskutieren, voranzutreiben und für Lösungen zu sorgen. Die Plattform Elektromobilität hat sich in den vergangenen Jahren dann auch als eine Möglichkeit herausgestellt, solche Themen zu kommunizieren, die ja oft sehr komplexe Themen sind und an unterschiedliche Nutzergruppen, eben nicht nur aus dem Bereich der Experten, aus dem Bereich der Anwender eben, sondern auch wirklich für Leute von der Straße, für die Alltagsnutzung auch erfahrbar zu machen. Und dies wird fortgeführt werden. Die Plattform Elektromobilität lebt weiter und wird ein bleibendes Produkt des Projektes B-Mobility 2.0 bleiben. Wie wichtig es ist, im vorwettbewerblichen Verfahren unterschiedliche Unternehmen und Player zusammenzubringen und gemeinsam an Systemlösungen zu arbeiten, haben die beiden Projekte B-Mobility 1.0 und 2.0 lebhaft gezeigt. Wir sind froh, einen Beitrag geleistet zu haben für integrierte Mobilitätslösungen, für das Microsmart Grid der Zukunft und für IKT-Lösungen, um all das zu vereinfachen.